Dank für die nette Einleitung. Und wir gehen heute jetzt nochmal in die Stadtwüstung Corvey, wo ich einen wirklich doch interessanten Befund vorstellen möchte. Und zwar tatsächlich die Frage, ob der Nachbar des berühmten Chirurgen von der Weser ein Metzger war. Schauen wir gleich mal. Ja, genau, das ist nicht der Witz daran. Ne? Wir haben das fleischverarbeitende Gewerbe quasi, ne, vor Ort, direkt in Nachbarschaft. Aber ganz kurz zu dem Rahmen. Bei den Baumaßnahmen für die Landesgartenschau in Höxter 2023 wurde auf dem Areal der Stadtwüstung Corvey, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gegründet, die Stadt Corvey, im Weserbogen einen Steinkeller entdeckt und während der Landesgartenschau als Schaugrabung freigelegt. Und das war wirklich besonders. Michael Maliaris hat ja schon gesagt, 600.000 Besucher waren ungefähr da. Ich selbst war in 100 Tagen irgendwie vor Ort und 100 bis 200 Leute pro Tag tatsächlich auch im Gespräch gehabt. Und das war eine wirklich ganz tolle Erfahrung, mal Archäologie während des Arbeitstages ganz besonders zu vermitteln. Und die Resonanz war relativ groß. Warum die Stadt eine Stadtwüstung ist: Corvey wurde 1265 vom Paderborner Bischof Simon I. zusammen mit Bürgern aus Höxter und Ministerialen des Klosters Corvey angegriffen und zerstört. Die Stadt erholte sich nicht mehr von diesem Überfall und fiel schließlich wüst. Der Steinkeller befindet sich im ehemaligen Stadtzentrum, nur etwa 50 Meter westlich von der Marktkirche entfernt und gleich südlich der Parzelle, nördlich der Parzelle des berühmten Chirurgen von der Weser, dessen Operationsbesteck ja 1988 in dessen Keller von Hans-Georg Stephan gefunden worden ist. Im Bild sieht man das ganz gut. Der Grundriss der Marktkirche ist, glaube ich, sehr gut zu erkennen. Dann haben wir dieses Quadrat, was den Standort des Kellers sozusagen markiert, des Chirurgen von der Weser. Und dann davon nördlich eine größere Fläche. Das ist die Grabungsfläche und Herr Jones, Dr. Jones ist heute noch nicht zitiert worden. Das X markiert die Stelle. Haben wir hier einmal das X mal eingefügt, wo der Keller dann auch zu lokalisiert ist. Auf dem Bild rechts daneben ist Planum 1 zu sehen. Man kann ganz deutlich den L-förmigen Grundriss eines 8x4 Meter großen Kellers erkennen. Und links unten der Eingangsbereich, die südliche Eingangswange, zeichnet sich ja auch schon sehr schön als Mauer aus Buntsandstein ab. Weshalb ich die Ausgrabung heute vorstellen möchte, liegt nicht an dem Keller an sich, sondern tatsächlich an dem, was wir innerhalb des Kellers gefunden haben. Und zwar kurz oberhalb des Kellerbodens und weitestgehend unterhalb der zusammengestürzten Kellerwände lagen zahlreiche Tierknochen. Es handelt sich hauptsächlich um Rinderknochen. Es fanden sich aber auch einige Schweineknochen und auch ein Huf von einem Unpaarhuf, also wahrscheinlich von einem Pferd oder vielleicht einem Esel. Das müsste man noch mal sich genauer anschauen. Und die Knochen sind leider noch nicht aufgearbeitet, aber ich hoffe, dass wir da vielleicht dieses Jahr dann auch daran gehen können. Hervorzuheben ist ein Viertelrind, das noch im Knochenverbund lag. Das sieht man hier in dem Bild links auch, glaube ich, relativ deutlich. Und ein Besucher der Landesgartenschau bezeichnete das dann auch ganz passend. Er war auch Metzger, wie sich herausstellte, und kommentierte: Huch, da liegt ja ein Viertel Rind in dem Loch. Ne? Und das war natürlich die perfekte Befundansprache, auch irgendwie für uns, das anzusprechen. Ja, genau, das Viertel Rind ist für mich natürlich ein eindeutiger Hinweis für Fleischverarbeitung vor Ort. Also wir haben hier Rinderteile von einem geschlachteten Rind, das noch weiter verarbeitet werden sollte, höchstwahrscheinlich, und hier in dem Keller halt lag. Die Menge der Knochen scheint für mich auch für den Privatgebrauch relativ groß zu sein. Wie gesagt, wir hatten mehrere Tiere und auch mehrere Rinder, mindestens zwei. Daher halt die Überlegung, dass wir hier in Höxter, in der Stadtwüstung Corvey besser gesagt, gleich auf der Nachbarparzelle des berühmten Chirurgen vielleicht einen Metzger sitzen hatten. Ganz kurz noch das Foto rechts, da möchte ich mich beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe bedanken. Der Keller war bestens verschlossen. Wir haben im Eingangsbereich ein Kastenschloss gefunden, was zurzeit hier beim LWL restauriert wird. Dafür vielen Dank und auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.